In diesem Video erfahren Sie, wie Sie mit der Anwendung Stop Motion Studio in nur wenigen einfachen Schritten eine Stop Motion Aufnahme, sprich ein modernes Daumenkino, aufzeichnen können. Zunächst starten wir dazu die Anwendung Stop Motion Studio, die Sie an einer weißen Kamera auf türkisem Grund erkennen können. Wenn Sie über die Vollversion verfügen, sehen Sie eine weiße Kamera auf pink im Hintergrund. Wenn Sie ein neues Filmprojekt starten wollen, drücken Sie zunächst oben links in der Ecke auf Neuer Film. Sie sehen nun das Bild Ihrer Rückkamera. Achten Sie bitte darauf, dass Sie einen neutralen Hintergrund haben oder sorgen Sie für eine entsprechende Bühne für Ihr Filmprojekt. Sie können nun damit beginnen, die Requisiten für Ihr Filmprojekt aufzustellen. Nach dem Prinzip eines Daumenkinos werden nun verschiedene Bilder zu einem Film zusammengeschnitten. Sie können die erste Aufnahme starten, indem Sie den roten Auslöser betätigen. Am linken Rand sehen Sie einen Regler, den Sie nach oben oder nach unten schieben können. Wenn Sie den Regler nach oben schieben, sehen Sie das aktuelle Kamerabild. Wenn Sie den Regler etwas nach unten bewegen, erhöhen Sie die Bildtransparenz, sodass Sie auch das letzte Bild sehen können. Wenn Sie den Regler ganz nach oben unten schieben, sehen Sie das letzte Bild. Fahren Sie nun fort mit Ihren Aufnahmen. Mit einem Tippen auf den Play-Button können Sie die inzwischen erstellte Aufnahme ansehen. Standardmäßig schneidet das Programm 12 Bilder zu einer Sekunde zusammen. Sie können dies aber auch in den Einstellungen verändern. Sie sehen, dass der Regler aktuell auf 5 Bildern steht. Das heißt, 5 Bilder werden zu einer Sekunde zusammengeschnitten. Sie können die Anzahl der Bilder pro Sekunde verändern, indem Sie durch den Regler schieben. Wenn ich dies mit Fertig bestätige und auf Play drücke, sehen Sie, dass das Video jetzt nur noch eine Sekunde dauert. Ein Kinofilm wird mit etwa 24 Bildern pro Sekunde aufgezeichnet. Wenn Sie 12 Bilder pro Sekunde haben, entspricht dies also der halben Bildwiederholrate eines Kinofilms. Sie können Ihr Video im Anschluss auch bearbeiten. Sie können dazu beispielsweise auf ein Bild tippen, welches Ihnen nicht gefällt. Es öffnet sich ein Menü. Sie können das Bild bearbeiten, Sie können einzelne Teile radieren, um eine Transparenz herzustellen. Sie können die Aufnahme aber auch löschen. Wenn Sie ein Bild in der Reihenfolge verändern möchten, tippen Sie bitte lange auf ein Bild. Sie können dieses nun durch die Zeitleiste schieben. Sie können dem Video auch eine Audioaufnahme hinzufügen. Klicken Sie dazu auf das Mikrofon und stellen Sie in der Zeitleiste das entsprechende Bild ein, an dem die Tonaufnahme beginnen soll. Wenn Sie auf das Mikrofonsymbol klicken, können Sie die Aufnahme über einen roten Knopf starten. Es vergehen zunächst einige Sekunden, bis die Aufnahme startet. Sie können nun Ihren Text einsprechen. Wenn Sie am Ende Ihrer Aufnahme sind, drücken Sie bitte auf Anhalten. Mit einem Tippen auf Abspielen können Sie die Aufnahme überprüfen. Sollte Ihnen die Aufnahme nicht gefallen, drücken Sie bitte erneut auf Aufnahme und beginnen Sie von vorne. Wenn Ihnen die Aufnahme gefallen hat, drücken Sie auf Fertig. Die Audioaufnahme wird nun dem Film hinterlegt. Wenn Sie sich dagegen entscheiden sollten, eine Audioaufnahme zu machen, drücken Sie bitte auf Abbrechen.
Sie haben darüber hinaus die Möglichkeit, Effekte einzufügen. Dies geht beispielsweise über das Plus. Hier können Sie Titel und Abspann hinzufügen oder einzelne Audiostücke einbauen. Bitte beachten Sie aber, dass viele Funktionen nur in der Vollversion zur Verfügung stehen. Das Filmprojekt wird automatisch gespeichert. Wenn Sie das Filmprojekt dennoch teilen wollen, können Sie dazu zurück ins Menü gehen. Gehen Sie dazu auf diesen Pfeil. Wenn Sie nun lange auf Ihr Filmprojekt drücken, öffnet sich ein Menü. Hier haben Sie verschiedene Möglichkeiten. Mit Teile Film können Sie Ihr Video exportieren und in der Fotomediathek oder in Ihren Dateien speichern. Sie können dies auch als animiertes GIF abspeichern, alle Bilder einzeln abspeichern oder als PDF ausdrucken, was dann in etwa einem Daumenkino entspricht. Sie können Ihr Filmprojekt an dieser Stelle auch umbenennen oder kopieren. Ich drücke an dieser Stelle auf Teile Film. Wenn Sie auf Video sichern klicken, wird das Video in Ihrer Foto- und Videomediathek abgelegt. Sie können sich aber auch entscheiden, die Option in Dateien sichern zu wählen. Dann können Sie den Speicherort selbst bestimmen. Wenn Sie erstmalig auf Video sichern drücken, wird das Programm fragen, ob es Zugriff auf Ihre Fotomediathek erhalten darf. Klicken Sie dann bitte auf OK. Das Video wurde nun in der Foto- und Videomediathek gespeichert. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen und Sie können mit Ihren Schülerinnen und Schülern spannende Stop-Motion-Aufnahmen durchführen.